Hallöchen, ihr Lieben. Hallo. Jetzt gibt es die Favoriten für Wintermonate von Caro. Ja. Und wir fangen gleich mal an. So. Wie beim Aufgebraucht, es ist einfach mein Favorit. Ich mag die sehr und die schmecken gut ab. Sehr, sehr schöne Tücher. Dann ein Glanzspray. Sparkler Finish von Osis war? Ja, ich glaube, ja. Ich war immer dolle von Garnier. Na, unser Glanzspray. Glisco. Das Problem ist einfach, dass das wahnsinnig schnell alle wird. Das nervt mich ab. Und hier, dafür, dass es so wenig ist. 3,95 kostet das. Kannst du dir jeden Monat kaufen. Das ist der Wahnsinn. Das ist teuer. Ich glaube, also ich habe im Laden, im Haarshop, ich glaube, ich 14 Euro oder so bezahlt. Das ist schon ganz schön. Ich glaube aber, im Internet kriegst du es einfach teurer. Billiger. Bestellt euch im Internet, ist teurer. Aber das ist der Hammer. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viel drauf sprüht. Guck mal, ja, mein. Und es riecht, ich mag den Geruch sehr. Oh, der Geruch ist toll. Und ich finde, das ist doch Wahnsinn. Das haben mich auch schon viele immer angesprochen bei Instagram, warum meine Haare so glänzen, dass das bei denen immer nicht so ist und so. Das ist das. Das ist echt das. Ja? Ich liebe das. Das ist wirklich toll. Wann hast du das geholt? Das habe ich dir auch schon gezeigt, wo wir Haare gefärbt haben bei mir. Hubala. Na, ist ja nicht schlimm, jetzt zeichnen wir es immer so viel. Aber krass. Guck dir das bitte mal an. Und die fassen sich ja ganz anders an. Das ist wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Ölspiegel. Öl. Ich habe hier einen Spiegel, nicht wundern, ich gucke hier. Ja, doch, man sieht's. Entwirrend, pflegend, sofortiger Glanz und nicht beschwerend. Genau, aber... Och man wird da angefixt. Man muss aber aufpassen, also zu viel, dann wirken die schnell fettig. Ich habe mal richtig, wie bei dem Kliskur, halt so... Und dann habe ich so, oh, scheiße, strähnig, ja. Strähnig. Aber so, also ich, das ist top. Kann ich wirklich nur empfehlen. Oh. Dann für unsere Bräune, also ich bräune mich jede Woche zweimal mindestens. Ich habe den Schaum immer. Und da habe ich jetzt mir den, also jetzt, das habe ich mir schon vor ein Vierteljahr geholt. Und zwar Mark in Bane. Ich zeige es euch. Genau. Von Amazon kostet 10 Euro. Mhm. Der ist teuer, aber ich hasse diese billigen, blöden Schwammhandschuhe. Die reißen mir immer ein. Und der eben nicht. Und der ist top. Und der ist schwarz, der sieht nicht so verkeimt aus. Genau, ja. Und der ist auch weich. Also der ist echt schön. Ich liebe und reinigen? Den. Reinigen? Na, ich wasche den nochmal mit. Aus? Oder? Na, ich wasche den nochmal mit in der Wäsche. Ach ja? Ne? Ja, mache ich. Okay. Ja. Hält er? Na, siehst du? Ja, nichts dran. Ja, nichts. Also der ist top. Also wenn ihr einen guten Bräunungsschwamm sucht, gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus, weil im Endeffekt seid ihr auch... Weil billiger ist genauso teuer wie der. Das ist dumm. Dann, genau, ich bin zurzeit immer so ein Kandidat, der sich irgendwie hier in meinen Nacken verdingst. Das sag ich dir oft, ja. Dass ich mir irgendwie einen Nerv einklemme. Und da habe ich, das habe ich aber auch schon ein bisschen länger, habe ich das entdeckt von TT Sept. Das gibt es normal in der Drogerie bei DM. Bei DM gibt es das. Ob es bei Rossmann gibt, weiß ich nicht. Erstens riecht es total toll. Eukalyptus. Oh ja. Richtig schön. Ja. Und es ist eine Wärmesalbe. Also du schmierst das drauf, schön Hände danach waschen und dann wärmt es angenehm. Nicht wie Phenergon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja, da denkst du dir, da verbrennt dein ganzer Körper. Und wenn dir das jemand in der Apotheke nicht sagt, dass du wenig nehmen sollst, wie bei mir, dann denkst du, dir fackelt der ganze Körper. Genau, also es haben mir schon ganz viele auch gesagt, auch Krankenschwestern, die sie kennen, ach, ich habe mir ein bisschen drauf gemacht und es brennt wie Feuer. Und das ist eine ganz, ganz tolle, angenehme Wärme. Und es hilft mir mit ätherischen Rosmarin und Eukalyptusöl. Also ich finde die top. Schön. Kostet 5 Euro, glaube ich. Geht. Sparsam verwenden trotzdem? Also kann, muss man sparsam? Also normal. Nee, sparsam muss man nicht machen. Es ist wirklich gut. Okay. Dann, was ich auch zum Nikolaus geschenkt bekommen habe, die, ja, übelst gehypte Nyx NYX, wie auch immer, Palette. Also ich muss sagen, ich war ja kein Konturierfreund vorher. Dann durch Tina habe ich so ein bisschen noch langsam, taste ich mich ran jetzt auch. Aber die ist wirklich top. Die geht scheiß auf. Die geht auf. Highlighter, dann zwei Puder und ein goldener Highlighter, so ein bisschen silberner Highlighter. Und hier sind solche Konturentöne. Genau, haben auch alle Namen, also Nummern. Cream, Nektar, Toffee, schön.
Mich hat eigentlich auch dolle dieser Bananenpuder, also bananenähnlicher Puder interessiert. Der ist top. Die sind wahnsinnig gut pigmentiert. Ja, das ist der Wahnsinn. Wirklich? Ich bin jetzt einmal reingegangen. Ja, das ist hier mein Liebster. Der ist ein bisschen heller als Konturierpuder. Ja, aber ich muss, wie gesagt, ich will mich erstmal rantasten. Der Highlighter ist übelst schön. Hier. Der ist wirklich, ja. Das ist so ein schöner, heller Eyeliner. Eyeliner. Ein übelst schöner Eyeliner. Die ist schön und die ist, wenn jemand wirklich sowas braucht, das ist für 17,99 €. Ja. Top. Also da kann man einfach nichts falsch machen. Man hat, ich bin ja nun wirklich so, manchmal bräunt man sich ja mehr, dann ist man ein bisschen wieder heller. Da hat man wirklich für jeden Ton was dabei. Ist dabei, ja. Ich glaube, die zieht auch bei mir ein. Dann, ach, wenn wir gleich mal dabei waren. Ja. Der Dareal Push-Up Liner. Genau. Mascara. Mascara Liner. Was auch immer. Highlighter. Ich liebe den. Ich nehme den, seitdem ich den habe. Und ich habe ja ein bisschen Angst gehabt, oh, für den Preis hoffentlich ist der nicht so schnell alle. Aber ich nehme den jetzt 2 Monate. Mhm. Glaube ich so, 2,5 Monate. Und der hält es immer noch. Und ja, das Einzige, was wirklich blöd ist, wenn man dreht, dann kommt es nicht sofort raus. Und dann macht man sich drauf und dann am nächsten Tag ist hier so eine Wurst dran. Ja. Aber dann mache ich es mir immer auf meinen Handrücken und dann nehme ich es da ab. Da geht's auch. Aber der ist top und ich überlege echt noch, ob ich mal den blauen oder den lila. Ich habe überlegt, ganz soll den blauen. Weißt du, wie blau der ist? Das ist der Wahnsinn. Der ist top, 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 top. Was man aber sagen muss, muss man wirklich erwähnen, es ist nicht einfach, mit dem einen Lidstrich zu ziehen. Das stimmt, das stimmt. Es ist, also man braucht ein bisschen Geduld und Lust. Mhm. Wenn man dann den Dreh raus hat, geht's easy. Ja. Was man sich nur merken muss, man wird niemals den Wing von vorne hinbekommen. Nee. Man muss immer den Wing von hinten setzen. Ja, das mache ich auch immer. Es ist einfach so, weil das schafft er nicht. Das ist einfach, da wird er dann zu krümelig, klumpig, komisch, ja. Aber Top-Produkt. Ja. Aber auch der Preis, also 26 € finde ich immer noch. Aber es ist es schon wert, weil es einfach geil ist. Oh, jetzt sehe ich es nicht. Oh, ist eine geile Flasche. Schön, geil. Schön die Flasche war. Ja, also top. Yeah! Ich finde es toll. Ich mag's. Das ist auch die, schon die Anwendung ist ja cool, dass man das so und dann hier drauf und also es ist schön. Es ist teuer, keine Frage, aber man kann sich ja auch mal. Aber das wird nicht so gehypt, ne? Nee. Oh? Nur das für die Sicht, war. Warum? Verrückt. Wer fängt damit an? 2 Mascaras. Die eine war in der Müllerbox, die ich gewonnen habe. Und die andere, da hat mich Tina mit angesteckt. Also ich nehme beide immer nacheinander. Erst das Gummibürstchen, die ist top. Findest du auch, ja? Ach, ich liebe die. Also ob ich jetzt zwischen Black. Nee, ich nicht. Nehme ich jetzt keinen Unterschied, ja. Aber die ist wirklich super. Die trennt die Wimpern schön, die macht schöne Länge. Ja. Und die hier, muss ich sagen, ich war erst ein bisschen anfangs skeptisch. Die hätte ich mir auch nie gekauft, weil ich dieses, also so dolle verkleben mag ich nun auch nicht. Aber die ist, guck dir die an, richtig toll. Die ist richtig gut. So, jetzt. Oh, eine Monsterbürste, die ist wirklich cool und die verklebt ein bisschen. Ich mag das ja auch, aber die macht schöne Wimpern. Mhm. Also so ein Kombi gefällt mir das super gut. Sehr schön. So, dann einfach nur als Stellvertreter, ich glaube für uns beide, oder? Zu Eva-Pinsel. Ja. Ich habe jetzt noch nicht viele, ich habe nur 2, ehrlich gesagt. Aber trotzdem Puderpinsel, also ich nehme den für die ägyptische Erde. Das ist der 106 Powder. Und ich finde die top. Die sind so schön, die haben noch kein Haar verloren. Ja. Ich habe einen Blenderpinsel noch, der war mal in der Cosmopolitan drin. Ja, den liebe ich auch, den nehme ich auch der immer. Der ist top. Ja. Und ich glaube, ich werde mir auch mehrere noch davon. Was mir nur nicht gefällt, schon ich kann nicht schlimm, dass das immer aussieht wie eine Reisegröße. Das die sind so klein. Die sind so klein, das stimmt. Aber reichen vollkommen. Ja, ja. Aber die sind top. Also die sind wirklich schön und auch für wenig Geld. Der hat, glaube ich, 12,95 € gekostet. Und der hat eine super Qualität. Also weich und verliert keine Haare und macht ein super Ergebnis. Ja, also ich werde mir auch noch ein paar kaufen. Ich habe noch ein paar mir geholt. Die zeige ich euch dann mal in einem anderen Video und bin auch von jedem begeistert. Das war in meinem Adventskalender drin. Und ich muss sagen, viele haben ja gesagt, ach, Eos, nee, ach, so wie hyped ist es nicht. Ich muss wirklich sagen, ich mache es mir jetzt immer, bevor ich mich schminke, drauf, so nach der Tagespflege und abends.
Erstens finde ich einfach, ich finde das schön, wie das drauf fehlt. Mhm. Irgendwie ist das, mag ich das. Das ist Pfefferminze, das ist toll. Und ich finde die Fleben gut. Ich mag die und geht halt einfach. Und wenn ich dann immer in die Tube fassen muss und drauf schmieren, ja, das nervt mich so, geht bup, 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 fertig. Rolf muss es testen, hat mich auch drauf geschmiert. Oma, Mutti, alle müssen drauf ran. Testen. Also ich mag die irgendwie niedlich. Mein erster. Dann... Meine zurzeitige Tagespflege. Also ich bin ja so ein Florena-Fan zurzeit und ich brauchte halt wirklich Feuchtigkeit, weil die Kneipe hat mir eben nicht erreicht. Und das ist eine übelst Feuchtigkeitsspende, die mag ich dolle. Ich könnte auch, die riecht echt gut. Oh ja. Und ist natürlich vom Preis her, ich glaube, die war im Angebot 2,95, aber ich glaube, die kosten höchstens 3,95. Mhm. Mit Olivenöl für trockene Haut. Ich mag die sehr. Die macht wirklich, also dass meine Haut nicht spannt. Tages, hast du die Nachtpflege noch? Nein, noch nicht. Weiter habe ich noch von Aok die. Ach, ja. Aber da brauche ich mal standhaft, sonst bin ich ja immer so, wenn ich jetzt die Tagespflege hole, muss ich die Nachtpflege. Ja, ja, bin ich genauso. Aber ich brauche standhaft. Dann, ja, mein Favorit für die Haare. Und es ist bald alle, ich heule. Dein Jahresfavorit, ne? Ja, eigentlich noch. Na, weil es auch, man hat es einfach mal gegönnt, weil es einfach teuer ist. Ja. Ja. Aber ich werde jetzt erstmal ein anderes testen. Aber du hast die Light-Version, ne? Das ich habe die Light-Version, genau. Das andere wäre für meine Haare, glaube ich, viel zu. Das hatte ich nämlich früher, das haben wir festgestellt und deshalb war ich auch nicht so begeistert. Aber wo ich das von Caro benutzen durfte, war ich genauso begeistert wie sie. Ich bin von dem Glanzspray begeistert. Ja, das Glanzspray ist der Hammer. Wahnsinn. Und ja, das ist toll. Also es pflegt die Haare, es macht sie glänzend. Ich mag sehr der Preis, finde ich nicht gerechtfertigt. Ich habe das im Angebot für 38 Euro. Für 38 Euro. Man will sich ja auch nicht überlegen. Ich glaube, normal kostet das 45. Also das ist nicht gerechtfertigt. Ich werde mal ein anderes jetzt probieren. Welches willst du? Eigentlich das von Jutina Haircare Serum Magic. Ja, ja. Davon schwärmen wir viele. Ja. Ich bin gespannt. Dann zwei Produkte für die Augen. Einmal den Camouflage Concealer. Ach, ich bin nicht spannend. Von Catrice. Ich finde ihn cool. Okay. Ich mag den sehr. Der hält länger. Viel länger als der von P2. Ein Manko hat es, das ist die dunkelste Farbe. Und der ist mir zu hell. Das ist das einzige Problem. Also es ist zu hell, aber ich mache halt, also oder ich habe einfach zu viel immer vorher drauf gemacht. Das kann natürlich auch sein. Also ich verwende den sehr sparsam, weil der wirklich, also das ist die dunkelste Farbe. Der ist halt Camouflage, weil der auch so hoch Light ist. Light Beige, ja? Genau, ist das. Light Beige. Es gibt nur zwei und noch eine hellere. Aber hält halt länger und ist nicht ganz so teuer. Also der ist genauso, glaube ich, wie, oder 1 Euro teurer. Mhm. 2,95 Euro kostet der von P2, der kostet 3,95 Euro. Aber der P2, ich glaube, da habe ich mir alle drei Wochen einen neuen gekauft. Ja, das stimmt. Ja, aber der ist in Ordnung. Wenn man es wirklich sparsam verwendet, geht's. Da ist der super. Dann habe ich mal ausprobiert. Ach, die Matten? Ja. Ja, ich bin gespannt. Weil ich habe ja kein Painterly Paintpot von mir Kleider oder Soft Ochre oder wie auch immer die alle heißen, als Lidschattengrundlage. Genau. Jetzt gibt es ja neue von Maybelline. Ja, genau. Die Color Tattoos, also die gibt es ja schon ewig, aber solche Matten gibt es eben noch nicht lange. Und ich muss wirklich sagen, es ist top. Ich habe jetzt nicht den, ich habe mal von Mutti den probiert, ist klar. Ja, geh mal rein. Also ich mag sie wirklich. Die sind gut für 6,95 Euro. Es ist in Ordnung. Die von MAC sind ein bisschen... Cremiger noch? Nee, ein bisschen nicht so cremig. Nicht so cremig. Ein bisschen pudriger. Ein bisschen pudriger und lassen sich schön verteilen. Rutscht der an die Ritzen? Nee, auch gar nicht. Also bei mir macht es jedenfalls. Dann ist es ein super Tube, das muss man sagen. Das ist wirklich. Also wurde bestimmt schon als Tube ausge. Ja. Also es gibt verschiedene Farben von denen. Ich habe jetzt hier den hell. Also und gibt es davon unseren Pink Paint? Ähnlichen. Echt? Echt, einen ähnlichen. Wie hieß der eigentlich? Stormy Pink. Stormy Pink. Das ist jetzt Creme de Nude Nummer 83. Ich finde die gut, wenn man ein bisschen Geld sparen will. Der macht auch seinen Job. Ganz einfach. So. Dann einer meiner Lidschatten im Winter. Wenn ich weggehe, mache ich mir den drauf. Es ist wirklich so Cranberry von MAC. Ja. Der ist so toll. Den hast du mir letztes Jahr mitgebracht. Da habe ich dich beauftragt, war von Leipzig.
Das ist einfach eine geile Farbe. Ganz auf dem Lied hatte ich sie schon, da hatte ich Silvester, das war geil. Ja. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist einfach so. Dann, und als wenn man es einfach nur verblenden oder in der Lidfalte, es ist einfach ein wunderschöner Ton. Ja. Man glaubt es nicht rot, aber es ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer. Wurde ich auch angefixt von der da. Und dann hier jetzt, ja, habe ich glaube ich auch Hit schon mal. Den gibt's nicht mehr. Ein Glück, dass du mit dir deinen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja zum Glück. Ja, den gibt's leider nicht mehr. Ich sag's euch gleich, aber ich glaube, es gibt so einen ähnlichen. Starlight Expresso. Die 350 von Catrice, ihr Firma als Augenbrauenpuder nehme ich das. Genau, das ist so ein schöner, so eine schöne Taubfarbe. Mhm. Ich liebe den. Ich mache das mir an der Augenbrauen und dann ist alles schön. Genau, aber den gibt's nicht mehr. Und dass ich noch was habe. Das war's dann, ne? Ja. Zwei Lippenprodukte noch. Und zwar einmal den, den ich gerade drauf war. Ach, das ist der? Das ist der. Oh, der ist sehr hübsch. Der ist sehr hübsch. Das ist so ein, ach, ich kann es, vielleicht steht es hier drauf. Genau. Das ist so ein Plum Passion. Ja, auch so, ja, ja. Auch so Pflaumenton, ja. Ja. Der ist aber so, ach, der kommt jetzt, na doch, so kann man. Na, ich glaube, wenn man deine Lippen sieht in der Kamera, dann sieht man schon dieses wirklich. Genau, das ist der, so ein lila Stich mit drin. Oh, ich finde den top. Ich finde den wirklich, also kann man nicht immer tragen vielleicht, aber auf Arbeit würde ich ihn jetzt nicht tragen. Ja, aber, nee. Ja. Und mein aller liebster Lippenstift, Pink Plate von MAC. Ja, der ist wirklich schön. Ich liebe diesen Lippenstift. Der ist nicht so auffällig, aber wenn ja. Man auf den Lippen hat, ist der trotzdem total schön. Also, der ist wirklich schön. Das ist und matt und oh, ich finde den. Und Haltbarkeit? Top. Ja? Ja, schön. Dadurch, dass ich finde halt matte. Matte halten immer geil, ja, das stimmt. Also den kann ich euch auch, wenn ihr euch einen schönen, der nicht so auffällig ist und der für den Alltag, der ist der wundervoll. Fertig. Ah, schön. Ach ja. Na, das waren jetzt unsere winterweihnachtlichen, es ist kalt draußen, die Haut braucht Pflegefavoriten. Ja. Ja, ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.